Sozialdemokraten. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf den Rängen, auf den Zuschauerrängen, dass die AfD heute Genderpolitik mit uns betreiben will, verwundert mich schon etwas, aber dass diese Genderpolitik dann sich in einem Antrag auf Wollverschleierung widerspiegelt, der eher der Verschleierung ihrer eigenen Ziele als der Entfernung eines Grauschleiers über der Politik dient, zeigt sich dann. Ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, komme, wie Sie wissen, aus Bayern, wo man ja sagt, die Welt ist noch in Ordnung, im Winter sei es kalt, im Sommer warm, zumindest meistens. Und was wir immer haben in Bayern, Menschen, die gerne zu uns kommen. Die einen zur ärztlichen Behandlung, die anderen zum Einkaufen. In München in der Maximilians- und Theatinerstraße sehen wir da ab und an welche. Wieder andere, um die Schönheit Neuschwansteins zu sehen und dann entweder mit Burka oder der Gesichtsmaske als Japaner den Berg raufzuhecheln. Die meisten aber wegen der Gastfreundschaft, unserer Weltoffenheit. Und das ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht selbstverständlich. Deshalb haben wir unsere Verfassung, unsere Grundwerte, unser Grundgesetz und das, was uns wirklich wichtig ist. Weil wir nicht nur, wie die Österreicher, mit Verwaltungsübertretung verzwergte Rohrkrepierer schaffen wollen oder wie die Letten so homöopathische Wirkung für fünf oder sechs Personen umsetzen wollen, sondern weil wir in Deutschland verstehen, dass Menschen auch Angst haben davor, dass sich vielleicht unter der Burka, unter dem Niqab oder was auch immer etwas Verbotenes verbergen kann. Und wir wissen auch, und das wissen wir alle, dass Terrorismus nicht vor Kleiderordnungen Halt macht, dass er nur durch beherztes Vorgehen der Sicherheitskräfte verhindern kann. Und das machen wir, und das haben wir in der Großen Koalition gemacht, und das machen wir auch weiterhin. Und was uns, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, auch wichtig ist, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer haben, ohne Einschränkung, ohne Zwang und ohne gesellschaftlichen Druck. Und deshalb will ich, dass Frauen so frei leben können, wie sie wollen, dass sie selbst entscheiden, mit wem, wann, wo und wie sie ihr Leben gestalten und wie sie leben, dass sie selbst entscheiden, was sie anziehen, was ihnen gefällt, dass sie gerne, wenn sie es wollen, auf ihrem Dekolleté ein Kreuz, den Davidstern oder den Halbmond tragen. Frauen aber auch, die sich vor Blicken schützen wollen, sollen sich auch vor Blicken schützen können. Und zwar so, wie sie es wollen, wie sie aber nicht unsere Rechtsordnung beeinträchtigen. Dazu brauchen wir Regeln, Regeln gegen Ungleichbehandlung, Regeln für Chancengleichheit, Regeln für gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, vielleicht Quoten, vielleicht Equal Pay. Ja, Equal Pay brauchen wir dazu auch. Wir brauchen Teilnahme am Leben in unserem gesellschaftlichen Deutschland. Und was wir nicht brauchen, meine Kolleginnen und Kollegen, ist ein Verbot der Vollverschleierung, denn er ist irrelevant, er hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Denn die Wahrscheinlichkeit einer vollverschleierten Frau in Deutschland, außer am Flughafen München, bei der Einreise aus den Golfstaaten zu begegnen, ist nicht größer, als einem Strauß auf dem Kuhdamm zu begegnen. Mir ist es auf jeden Fall noch nicht erfolgt. Meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, ich gehe davon aus, wir werden in dieser Legislatur noch viele Anträge dieser Art, Anträge, die Ängste schüren, Anträge, die mit Halbwahrheiten, die nicht aufgedeckt werden, sondern zurechtgebogen werden, uns auseinandersetzen. Sie werden niemand helfen, nicht den Menschen, nicht unserer Gesellschaft, sie fügen ihnen Schaden zu. Sie werden sich gegen religiöse Gruppen, gegen Homosexuelle, gegen ausländische Mitbürger, gegen Flüchtlinge, gegen Minderheiten, gegen wenden. Aber es sind immer nur platte Symbole, die unsere Zukunft nicht besser machen, sondern die einfach nur Schuld zuweisen und keine Verantwortung übernehmen. Worum es aber geht, ist, wir müssen in die Köpfe und die Herzen der Menschen. Wir müssen aber nicht in die Kleiderschränke. Vielen Dank. Guten Tag. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Danke, Karl-Heinz Brunner. Letzter Redner in dieser Debatte, Philipp Amthor. Waren Sie letztes Mal auch schon letzter Redner? Ja, das werde ich nicht vergessen, natürlich nicht. Philipp Amthor für die CDU-CSU.